Willkommen zurück im Land der fliegenden Arschbacken. Hier ist wieder Mario. Der versucht sich an den böden Supergeist. Der ist von Atari, deswegen mag den niemand. lass mich doch mal hier erstmal durch. So, jetzt können wir weiterreden. Wieso habe ich das gerade geschafft? Erstaunlich, Freunde, erstaunlich. Also, allem Flame zum Trotz, aber ich finde den mit den Fackeln hätten sie mal wegmachen können hier. Oh, leck mich! Du, der hat auch noch so einen Schnabel, ey, der sieht aus wie ein Pfund Mischak und meint dann mich anzünden zu müssen. Wir haben sie früher alle geärgert. Das war Ernie, der Hässliche. Den haben sie auch nur immer den Hässlichen genannt. Wie der mit Vornamen heißt, weiß kein Mensch. So. So. Ran an den Speck. Dritten Mal schaffen wir auch noch so. So. Guck mal, wie die da alle jetzt oben rumgeistern. So. Boing. Ende. Schluss damit. Weggeflitscht. Boah. Dreckiger. Klötengeister, das gibt's doch nicht. Also, das ist eine schöne Idee, aber mit diesem Angel-Freddy da, das ist, Mann, das muss man nicht machen. So, weiter. So, hier sieht's mal wieder gut aus. Wir haben ja extra dieses Fieder im Hintergrund weggemacht, um zu zeigen, dass Bowser hier gar nicht existiert. Nee, der ist nur eine Illusion, den gibt's gar nicht. Bowser ist ein... Leck mich, ey. Noch nur unter Wasser. Ja, hab ich am liebsten. Unter Wasser. Oh, Kinder. Nee. Ich muss aber sagen, dass stellenweise Mario gibt's ab schlimmer war als das hier. Okay. Ja, du kannst mich nicht. Wenn ich dich nicht sehen kann, kannst du mir nichts. So, ist sogar richtig. Das ist die Straußentaktik. Die funktioniert hier. Die ist gut. Was sind das eigentlich? Sind das Cheep Cheeps oder sind das Piranhas oder sind das einfach nur homophobe Arschgesichter? Muss ich da eigentlich in eins durch? Nein! Nachkomm! Nee, muss ich nicht. Guck mal, es geht auch so. Na, Digga! Was? Senkrecht? Wie fühlst du dich denn heute? Ist sie krank oder geht sie gut? So, sprechen wir mal da drüber. Oh. Unter dem durch. Moin. Ja. Willkommen in der Abteilung Dinge, die du vorher wissen musst. Sonst gibt's was auf der Fresse. Heute Formulare. Passierschein A38. Geht nur zusammen mit dem blauen Formular. Hier der Hammer, Ernie. Der ist der Schlimmste. Der ist sogar... Das war sogar mein Hassgegner im normalen Mario. Den fand ich richtig schlimm. Oh. Dann mal hier nach links gucken. Dann kriegen wir den Spaß hier auch gedeichselt. So, jetzt bitte nicht nochmal. Du Arsch. Ich hab doch gesagt, bitte nicht. Hör's mir zu. 1, 2, 3, 4 und... Lauf, Mario. Beweg dich. Ab in der Röhre. So, jetzt speichere ich aber mal hier. So, hier. Weiß nicht, groß oder klein? Gut? Ja, nein, vielleicht? Keine Ahnung. Wenn, dann kann ich mich sowieso irgendwie nochmal klein machen, bin mir sicher. Klön, 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 klön. Ho, ho, ho. Ach so, die drei von der Tankstelle. So. Wenn ich diesen Barrel Shot da bei Mario Gives Up hingekriegt habe, dann ist das wieder ein Spaziergang für mich. Nein, ich wollte groß bleiben. Och nein. So, wenn? Sag ich doch! Und runner! Nee, nee. Nee, aber ein bisschen bremsen. Einfach bremsen, bremsen, bremsen. Oh Gott. Nein. Nein. Nein! Da kann mir diese komische Flammenarmada hier gar nichts. Hier, guck mal, selbst er.
Er ist auch schon ausradiert. Hier. Guck mal, den krieg ich. Bing, weg ist er. Kannst sogar dein Auto benutzen. Stole my bike. So, was hier los? Sieht ja irgendwie unfertig aus, ne? Das ist Kunst. Das ist Piet Mondrian. Falls einer mal von euch fragt. Das ist der mit den schwarzen und weißen Dingern da. Die irgendwie in einer gewissen Art und Weise angeordnet sein müssen. Weiß ich nicht, aber in Kunst damals... Das war auch so eine Sache. Da mussten wir irgendwie so ein Piet Mondrian-Bild malen. Und meinte die Tante doch original zu mir, dass ich das falsch angeordnet hätte. Hä? Ich habe da irgendwie keinen Sinn und Verstand drin gesehen. Also das war eine Sache, die war für mich... Das waren böhmische Dörfer. Ja, das ist ja im Original sogar noch schlimmer hier. Mann, nur weil er da unten in so einer luftdichten Kabine sitzt, heißt das nicht, dass er mich irgendwie interessiert. So, jetzt ohne... Nee, komm. Nein! Das ist auch... Man muss wissen, wie dick der dicken Mario ist hier. Ja, guck mal, da ist er doch. Hui. Oh nein. Oh nein. So Leute, nehmt euch mal für die nächste Viertelstunde nichts mehr vor. Ab jetzt machen wir nur noch das hier. Ah, Kacke. Ja, jetzt. Und zoch. Zoch. Nein. Und... So. Hallo. Und hallo. Und so. Ja, mach doch einen schlimm. Aber Mario, merkst du das nicht? Dass du hier in so eine. Also. Der zweite, der ist immer. Guck mal. Ich muss ja irgendwie vor dem Penner da links. Ach man, Mario. Dich haben sie aber auch mit der Brotkruste aus dem Urwald gelockt. Hallo, es geht um dein Leben. Mach doch mal ein bisschen mit... Jetzt ein bisschen mit Köpfchen. Oh. Ja, wie gesagt. Okay. Nehmt euch mal für die nächste halbe Stunde nichts vor. Ja, ich weiß, dass man das Ding exploiten kann, indem man einfach unten lang geht. Aber das will ich nicht. Das wäre feige. Nee. Hier wäre ich jetzt gerne groß. Nö. Leute, für jeden Tod ein kurzer. Aber hier, ne? Absinth, 80er. Der einem so richtig schön die Speiseröhre runterflemmt. Wo man wirklich merkt, wenn der aus dem Arsch raus ist. Das merkt man. Und ja, der geht aus dem Arsch, nicht aus dem Bemel, Mann. Das sag ich euch. Den merkt man. Der macht halt einmal richtig schön Klönk in der Schüssel und dann ist er draußen. Dann fehlt da so die Hälfte. Müsst ihr dann Keramikmeister dann bestellen. Wisst ihr was? Hier, ne? Da können sie mich mal gerne haben. Oh, Mario. Einmal zurück, Marsch. Nur so. Ja. Oh Gott. Okay, ich muss jetzt aber genug Schub haben, um da durchzukommen, ne? Ach, fuck rules. Ich hab doch einen Midway Point. Mann, was mach ich mir denn hier so viel Sorgen? Wird aber mal Zeit, dass ich mir ein extra Leben hole, ne? Also. Ja, wir machen hier einen Sicherheitsdienst. Kann ja sein, dass wir hier in diesem gubbeligen... Guck mal hier, da ist Midway. Ach so. Aha. Wenn ihr meint, dann tu das doch bitte. So. Ich habe übrigens jetzt VIP-Status. Offiziell. Haben sie das gefixt? Das haben sie gefixt. Die alten Schweine.
So, komm. Knallgas! Schaff ich. Schaff ich. So, drüber. Jetzt hier unten rein. Hallo, Mario. Du schweinegesichtiger Arschmann. So. Nee, beweg dich. So, haben wir. Ach ja, die Geschichte. Wenn ich da gewusst hätte, was gleich noch kommt. Oh. Oh. Mann, ey, das ist doch wohl. Nee. Nee, jetzt, ach ja, der. Den habe ich ja ganz vergessen. Ich dachte, jetzt käme schon. Hier die Stelle, wo ich gerade eben so verreckt bin. Oh Gott. Ach ja, jetzt erstmal das. So. Nee, 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 nee. Mit Bullet Bill ist das viel schwerer. Und hier durch. Das ist auch richtig gut. Wenn das nämlich so viele sind, dann kommst du zu richtig derben Slowdowns. Und dann habe ich gar keine Angst mehr vor denen. Was mich gerade ein bisschen fuchst, ist, dass sie mitkommen. Leute. Lass mich doch mal in Ruhe. Guck mal da unten. Das haben sie gefixt. Sag ich doch. Ha, scheiße. Nur haben wieder einen legitimen Weg gehen. Da kann ich auch den anderen Load State machen. Hier, komm, da habe ich wenigstens noch ein Leben. Scheiße. Oh, mal auf 4. Ich glaube, das Zaubermittel hier ist einfach nur, das langsam zu machen. Oder ist das so, dass Mario immer nur so 4 kleine und einen großen macht? Ich habe das auch noch nirgendwo gesehen, wo das jemand wirklich mal gemacht hat hier. Also, das ist neu für mich. Warte mal, wenn ich jetzt so... So, einfach nur einen Schwimmzug. Ja, moin, dann kriegt er auch schon wieder einen Rappel. So, du Drecksfisch. Komm mal her. Ja. Ist ja jetzt nicht so, dass er mir so ein bisschen auf den Zeiger geht, ne? So, Mario darf hier gar nicht hochfahren. Der muss einfach nur... ganz gemächlich... Wie so eine Rentnerin, wenn sie Bahnen zieht. Komm, Mario. Schön 25 Meter hin und zurück. Zeit guckt keiner drauf. Oh Mann, das ist doch wohl. Ich glaube, der da hinten, der macht auch so ein bisschen künstliche Hektik. Oh meine Fresse. Ist das überhaupt möglich? Jetzt mal ehrlich. Das haben ja alle immer versucht, da unten lang zu gehen, ne? Aber das hier... Ich versuche mal mit Y. Machen wir mal jetzt mit Y. Vielleicht geht er dann hier weiter nach rechts. Ich schaffe den zweiten Schwimmzug nie. Warte mal, wenn ich den weiter oben ansetze. Warte. Ich bin doch einfach nur. Ich bin doch nur ein netter Mensch. Komm, jetzt geh mal aus dem Weg. Geh aus dem Weg, Mann. Ach, der ist auch ziemlich impertinent, aber dann kriegt er am Ende nichts geschissen. Guck dir den mal an. Der steht ja da. Der weiß gar nicht, was er machen soll, wenn er seine Beute hat. Das versteht der nämlich nicht. Jetzt habe ich mich, glaube ich, hier mal richtig schön versaved. Aber ist ja egal. Wir haben nur einen Sicherheitssafe. So, jetzt aber mal, ne? Palaste hier. Raus aus seiner Höhle und los. Warte mal, wenn ich jetzt hier ordentlich Schub an der Decke mache, ne? Dann kann ich doch... Dann ist er doch mit den... die dann unten passieren, ist er doch langsamer dann, oder? Aber nur mit dem ersten. No man, Mario. Was ist, wenn ich mit Y das mache? Nee, ich meine mit A.
Den macht dann immer einen längeren. Guckt euch das mal an. Jetzt ein Yoshi. Mal feige sein und Yoshi holen? Könnte ich ja theoretisch, ne? Frage ist nur, ob ich mit dem Yoshi bis hier hinkomme. Ach komm, Kinder! Ich mach jetzt nochmal, ich gehe mal auf 5. Und dann kümmere ich mich mal darum, dass ich hier mich versave. Bisschen. So, jetzt. Oh. Oh, oh. Oh, warum drücke ich ein Enter? Macht überhaupt keinen Sinn. Oh. Besser jetzt auch nicht laufen können, ne? Das ist ja mit allem. Das ist ja mit Fisch. So, jetzt Valante, dein Schwimmzug. Warte mal, wenn ich A komplett gedrückt halte, ne? Nein, das ist... Das Psychoterror hier. Das ist... Und ich... Das ist ja doof. Wir haben in den ersten zwei Videos die Hälfte von diesem Scheiß-Hack geschafft und jetzt diese dämliche Mancha-Geschichte, wo der sogar zu blöd war, diese Mancha umzudrehen. Das finde ich ja noch schlimm. Hauptsache Mancha, ne? Okay. Er macht immer... Er macht, er geht dann immer so steil. Mario, das musst du nicht machen. Was ist, wenn ich so mach? Beruhigt er sich dann? Nee, natürlich nicht. Mario und sich beruhigen, ne? Er nicht. Oioioioioi. Hat eigentlich irgendjemand mal geschafft, diese Stelle hier nochmal? Oh! Nein, 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 nein. Muss ich mir von diesem komischen Typen da links an der Rosette schnüffeln lassen, damit er klappt? Bin ich dann stärker oder? Ach, Leute, das ist doch wohl nicht euer Ernst. Oh Mann, Mario jetzt. Oh nee. Oh nein. Ich sehe doch das Ende da hinten. Warte mal. Es ist doch so, wenn ich... Hab da nicht gehört. So's. Wenn ich jetzt... So. Ich hau mir einmal den Kopf ein. So. Zack, Korb einhauen, rüber, Korb einhauen, Korb einhauen, Korb einhauen, Korb einhauen, rüber. Aber er macht immer so einen dicken! Mario, lass das doch mal! Mach doch nicht so einen Sch... Ah, ich guck mal, wie man das ändert und dann, ne? Bis zum nächsten Mal.